Liebe Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder, liebe Chorsängerinnen und Chorsänger, liebe Gäste, ich grüße Sie herzlich mit dem Kanon zur Jahreslosung 2021 hier aus dem Kirchsaal in der Fiedlerstraße 2 in Dresden. Im Moment können wir uns hier nicht sehr zahlreich versammeln, geschweige denn einen Kanon lernen und singen. Deswegen komme ich mit diesem Kanon zu Ihnen und singe den Kanon zunächst einmal vor. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus Christus spricht, Jesus Christus spricht, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, seid barmherzig, seid barmherzig. Jesus Christus spricht, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, barmherzig, wie euer Vater barmherzig, wie euer Vater barmherzig, wie euer Vater. Jesus Christus spricht, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, barmherzig ist, barmherzig ist. Jesus Christus spricht, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lassen Sie uns den Kanon nun zweimal hintereinander durchsingen. Jesus Christus spricht. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, barmherzig, wie euer Vater, barmherzig. Wenn Sie nun Gefallen am Singen und an diesem Kanon gefunden haben und haben vielleicht Lust auf ein kleines Experiment, biete ich Ihnen an, Ihre persönliche Fassung dieses Kanons zusammenzustellen. Dazu müssen Sie sich einen Kopfhörer aufsetzen und den letzten Durchgang hier im Videoclip unter Kopfhörer anhören und dazu singen. Diesen Gesang nehmen Sie dann beispielsweise mit einem Handy auf und schicken mir die Aufnahme zu. Ich mische dann Ihren Gesang zu einem mehrstimmigen Kanon. Natürlich wäre es noch viel schöner, wenn wir uns bald hier wieder live in großer Zahl und in Farbe in diesem Kirchsaal sehen und miteinander singen könnten. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesegnet und gesund. Auf Wiedersehen.